Guten Morgen. Ja, nachdem gestern das Thema Tod ja so ein bisschen alles überdeckt hat für mich, möchte ich heute zu dem Rainbow an sich, den Rainbow Gathering, wo ich gewesen bin, 3 Wochen in Italien, mit euch ja darüber reden, euch auch vielleicht anregen, auch mal an so einem Rainbow teilzunehmen und einfach meine Erfahrungen in Gänze mit euch ja, besprechen. Was ist ein Rainbow? Ich hatte das ja schon beim letzten Rainbow erklärt, aber es sind auch immer jeden Tag neue Zuschauer, die hier dazukommen. Und von daher noch mal ein kurzer Einblick, was ein Rainbow überhaupt ist. Man trifft sich in der Natur, lebt idealerweise von der Natur oder wenn es umliegende Bauernhöfe gibt oder wo man was kaufen kann, dann ja, werden auch die Zutaten, die Grundzutaten auch gekauft, also Obst und Gemüse oder auch die Sättigungsbeilagen wie Reis, Kartoffeln oder ja, Graupen. Und das funktioniert so, dass dann abends ein Magic Hat rumgeht, ein magischer Hut, wo jeder dann etwas reintun kann, was er geben möchte, entweder eben Geld oder eben einfach nur Liebe. Und was dann zusammenkommt, davon kann sich die Gemeinschaft dann so einen Grundstock an Grundlebensmitteln kaufen. Wenn dann nichts zusammenkommt, isst man eben das, was in der Natur ist. Es gibt keine Toiletten, auch keine Komposttoiletten, sondern es gibt nur sogenannte Shitpits. Das sind Gräben, die man aushebt, wo man reinkackt und dann ja, einfach mit Wasser sich den Hintern wäscht oder mit Blättern, dann mit Asche, die man vom Feuer holt, zudeckt, damit keine Fliegen reinkommen. Und das ist dann sozusagen das zweite Grundbedürfnis neben dem Essen, diese Notdurft. Und dann den Rest des Tages beschäftigt man sich mit der Natur und mit sich selber. Und das war's. In den Gebieten, wo das Rainbow stattfindet, ist meist kein Netz. Das heißt, man kann nicht telefonieren, man hat keinen Kontakt zur Außenwelt, natürlich auch kein Internet. Und man beschäftigt sich quasi mit dem, was man zur Verfügung hat. Und vielleicht erinnert sich der ein oder andere, je nachdem, welches Alter der Mensch hat, an seine Kindheit. In meiner Kindheit war es auch noch so, wir hatten noch keinen Computer. Wir sind rausgegangen und wir haben uns aus Stöcken Schwerter gebaut, wir haben Verstecke gespielt, wir sind kreativ gewesen und haben einfach nur die Dinge, die wir zur Verfügung hatten, genutzt aus der Natur und uns da beschäftigt. Und das war, glaube ich, für die meisten von uns eigentlich eine ziemlich geile Zeit als Kind, relativ sorgenfrei. Mittlerweile ist es ja so, dass wir gelernt haben, dass wir als Erwachsene ja nicht sorgenfrei zu leben haben, weil wir müssen doch fürs Alter vorsorgen. Wir müssen doch unsere Existenz sichern. Wir müssen doch die vielen Dinge, die uns die Gesellschaft ja, einbläut, die wichtig sind, abarbeiten, bevor wir uns dann in unserer Freizeit mal ja, herausnehmen können, sorgenfrei zu sein. Und das funktioniert natürlich bei den wenigsten, dass sie diesen Cut dann wirklich so durchführen können. Und ja, ist auch nicht notwendig. Und das erlebt man dann bei einem Rainbow. Du willst etwas essen gegen den Hunger und das Essen muss wieder raus. Und du willst relativ sicher vor den Unwetter, also Regen oder Sturm, existieren. So, das sind eigentlich so die Grundbedürfnisse. Und die werden gedeckt irgendwie, ganz einfach. Wie gesagt, es gibt auch keine Elektronik oder sowas oder Elektrik. Und dann lebt man halt. Die meisten halt für den begrenzten Zeitraum, aber auch einige nehmen das gesamte Rainbow mit. Das sind meistens so 4 Wochen von Neumond zu Neumond. Und es gibt auch einige Menschen, die halt von Rainbow zu Rainbow laufen oder gefahren werden. Die komplett, auch teilweise ohne Geld, ihr Leben lang von Rainbow zu Rainbow in der Welt ja, herumvagabundieren, würde man das wahrscheinlich ausdrücken. Und das ist natürlich sehr, sehr interessant, dort einfach mal zu partizipieren und das mit zu erleben. Und da sind wir dann schon bei den ersten Erfahrungen. Und das ist, das hatte ich gestern auch schon im Video angesprochen, dass du halt tatsächlich diesen Fokus auf deine natürlichen Bedürfnisse wieder stärker setzt. Das heißt, du hast damit zu tun, deinen Magen irgendwie voll zu kriegen. Und wenn du das dann geschafft hast, dann bist du zufrieden. Weil das ist gar nicht so leicht. Und du erkennst, dass die Sorgen, die du dir in deinem Alltag machst, zum Beispiel, warum versteht der Zuschauer nicht, was ich mit meinem Video ausgesagt habe? Warum
müssen wir in einem Kommentar uns da jetzt ausdiskutieren und so weiter? Oder warum kann ich nicht jeden Menschen erreichen? Warum sind einige Menschen einfach ja, zu sehr in ihrem Tunnel, dass sie gar nicht erkennen, was es noch für alternative Lebensstile gibt und so weiter? Wo man sich dann zu Hause hinsetzt und sich Fragen stellt und sich Sorgen macht vielleicht ja, um die Welt. Und dann erkennt man eigentlich in diesen Momenten, dass es einfach alles so ja, bedeutungslos ist. Und dann habe ich mich natürlich erinnert an meine Deutschlandwanderung, wo ich ähnliche Erfahrungen gesammelt habe. Und es bildet sich in mir immer mehr dieses starke neurologische Netz, dass ich eben viel relaxter mit den Sachen umgehe. Und das ist halt eine dieser absoluten Grunderkenntnisse, warum ich jedem empfehle, an solchen Rainbow mal teilzunehmen, dass er erkennt, was ist wirklich wichtig. Und es ist zu wenig wichtig. Wirklich wichtig. Das ist, dass man sich ernährt, dass man etwas hineinbekommt an Essen. Und wenn man halt viel Wildgrün isst, dann muss man sich auch keine Gedanken machen über irgendwelche Mineralstoffe. Selbst B12 ist dann wahrscheinlich auch kein Thema mehr. Ich habe ja mal ein Video gemacht, warum B12, wo wir alle sagen, das muss supplementiert werden, inklusive meiner Person. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das nicht auch aus dem Sicherheitsdenken heraus geschieht, ob das tatsächlich der Fall ist. Weil B12 existiert überall. Wir essen bloß zu wenig von dem Zeug hier. Ja? Also da muss man sich gar keine Gedanken machen. Einfach nur den Magen vollkriegen aus der Natur und, ja, und dann sicher schlafen. Und halt irgendwo hinkacken. Bloß irgendwo hinkacken ist, glaube ich, das geringste Problem. Nur wenn man so viele Menschen auf einem Raum sind, da muss man natürlich schon schauen, dass man da eine gewisse Hygiene ja, walten lässt und dass man eben die Fliegen ja, im Zaum hält. Und ja, das ist im Endeffekt alles. Und man hat halt keine Ablenkung, man hat nur das, was da ist. Und dann erkennst du, dass die Menschen anfangen zu jonglieren, dass die Menschen miteinander reden, dass sie die Menschen wieder ganz rudimentäre Dinge tun und darin dann aufgehen. Und das ist einfach so schön anzusehen. Das ist so schön anzusehen, wie einfach das Leben ist. Weil dort musst du dir nichts kaufen. Und das ist auch so, die Menschen lernen dort was. Und warum lernen sie was? Nicht, weil sie irgendwelche ja, Workshops im Internet buchen und dann dahin gehen und dort ein Buch kaufen und dort das schauen und so weiter, sondern man tut seine Erkenntnisse, die man hat, oder sein Wissen einfach teilen, sagt, hey, pass auf, heute in 2 Stunden, da setze ich mich an diese Stelle und wer Lust hat, kommt her und ich erzähle ein bisschen was zu dem Thema. Und so war das so, dass nach dem Essen sind die Leute rumgegangen und du konntest halt, ja, da waren bestimmt jedes Mal 7 oder 8 Leute, die gesagt haben, ich mache jetzt Tantra, ich mache jetzt Hypnose war dabei, ich mache jetzt Yoga, ich sage Instrument-Workshop, Didgeridoo-Workshop war dabei, ja, alles Mögliche und ich präsentiere das einfach. Und da hat keiner gefragt, wie kostet das? Und nee, man hat es einfach gemacht, man hat einfach sich hingesetzt, sein Wissen geteilt. Und so hat man dann halt eben ja, sich gemeinschaftlich weiterentwickelt. Und das war so wunderbar. Ohne irgendwelche Technik, ohne irgendwelche Formalien, irgendwelche Regeln. Also es gibt ein paar Grundregeln, aber selbst dagegen verstoßen einige Menschen trotzdem, zum Beispiel, dass keine Hunde erlaubt sind, waren halt trotzdem ein paar Hunde da. Gestaltet sich mit der Hygiene manchmal ein bisschen problematisch, ja, aber das wird dann halt im Konsens dann irgendwie versucht zu regeln. Und es ist einfach, es ist so einfach. Leben kann so einfach sein und man erfährt das in diesen 4 Wochen immer wieder aufs Neue. Und das hat sich ja schon etabliert, seit den 70er Jahren gibt es die Rainbows und ja, das hat seinen Grund, dass die Leute immer wieder hingehen. Und eine andere Problematik, die auch viele da erleben werden, ist in dem Kontext, dass es dazu kommt, dass sie erkennen, dass sie mit sich selbst nichts anzufangen wissen. Dass sie da sitzen und dann fragen, was mache ich denn jetzt? Wo kann ich das nächste erleben? Wo kann ich mein nächstes herausziehen? Weil sie selber unfähig sind, einfach da zu sitzen und einfach in die Natur zu schauen, zu beobachten, zu atmen und glücklich dabei zu sein. Sie müssen gefüttert werden von außen, immer wieder gefüttert werden. Und da gab es auch schon die Ersten, die dann gesagt haben, okay, da baue ich irgendwas auf. Dann gab es dann
eine Italian Bar, da gab es dann eine Chai Bar, da gab es dann, das sind die Leute, die dann nicht einfach rumsitzen können, sondern die dann auch gemerkt haben, dass sie da irgendwie was brauchen. Und das habe ich dann auch gemerkt, dass innerhalb des Rainbows, gerade in so einem großen Rainbow, bei dem kleinen war das nämlich nicht so, bei dem großen Rainbow sich dann die Leute zusammengefunden haben und ja, und dann halt dann doch wieder irgendwelche Event-Tempels da gebaut haben. Natürlich auch alles ohne Geld und trotzdem auch sehr interessant. Aber das ist auch so ein Aspekt, den man da sehr gut erkennt, dass viele Menschen ein Problem haben mit Langeweile. Ja, dass sie einfach nicht zufrieden sind mit ihrem Leben, dass sie etwas brauchen von außen. Und das kann natürlich auch wieder einen wichtigen Erkenntnisprozess in Gang setzen, indem man dieses natürlich dann leibhaftig an sich selber erfährt und sagt, hey, da kann irgendwas nicht stimmen. Da stimmt doch irgendwas nicht mit mir, wenn ich mit mir nicht zufrieden bin, wenn ich brauche, dass mich irgendjemand bespaßt oder dass ich irgendwie von außen einen Input brauche, um mein Leben irgendwie als lebenswert zu betrachten. Ja, das erkennt man dann. Und durch diese Erkenntnisprozesse wächst man dann bei so einem Rainbow. Und ja, ich bin auch gewachsen beim Rainbow aufgrund zum Beispiel einer Sache, die ich wahrscheinlich morgen in einem extra Video euch präsentieren möchte. Ich hatte oder habe durchaus ein großes Problem mit einer Sache gehabt, der ich mich stellen musste und der ich mich gestellt habe. Aber wie gesagt, da mache ich ein extra Video, weil mir das sehr, sehr wichtig ist. Das morgen dann. Ja, und bei dem Rainbow, wir waren jetzt insgesamt 2,5 Wochen, glaube ich, dort. Wie ihr wisst, gestern mit dem Tod des einen Menschen hat es dann für uns geendet. Und in dieser Zeit, ja, 3-4 sehr intensiv neue Begegnungen gehabt und Menschen wieder ein bisschen anders wahrgenommen. Weil wenn man in seinem Alltag umherstreift und mit Menschen redet, so ganz normal, sage ich mal, außerhalb seines Freundeskreises, dann merkt man ja schon so eine gewisse Oberflächlichkeit und eine gewisse Abgestumpftheit. Man hat manchmal den Eindruck, so unter Zombies zu sein, die halt ihre Automatismen da von sich geben und Arbeit, Verantwortung, Altersvorsorge und so weiter. Ihr wisst das, ihr kennt meine Videos. Und ja, und gar nicht mehr diesen freien Geist haben, diese Bewusstheit, jeden Tag wirklich als den schönsten Tag des Lebens, also die Chance zu geben, der schönste Tag des Lebens zu werden, bewusst seine Handlung zu reflektieren. Was tut man gerade? Warum tut man es? Möchte man es tun? Solche Dinge, die da überhaupt nicht da, die einfach wirklich abgestumpft sind und damit auch zufrieden sind. Und dort hast du halt wieder den Menschen kennengelernt, die ähnlich wie du ticken. Nicht alle. Es gibt da auch Menschen, die da hingehen, das als Event sehen, die dann meistens nicht so lange bleiben. Ja, und das erkennst du und dann merkst du, hey, du bist nicht alleine, du bist kein Exot, sondern du bist einfach jemand aus einer Gruppe von Menschen, die, ich versuche das jetzt mal so auszudrücken, dass es eben nicht in irgendeiner Weise als überheblich oder als arrogant gilt, aber trotzdem vielleicht der Kern rüberkommt, die sich über den aktuellen Entwicklungsschritt, die geistige Verfassung unserer Gesellschaft Gedanken machen und selber versuchen, an sich selber, nicht urteilen zu anderen, sondern an sich selber zu arbeiten und zu sagen, ich möchte mein Leben bewusster gestalten. Ich möchte die Zeit, die ich hier zur Verfügung habe, als denkender Mensch, die möchte ich nutzen. Ich möchte nicht wie ein Zombie oder ein Sklave der Gesellschaft durchgeschliffen werden und am Ende des Lebens, wie sehr viele alte Menschen an Altersdepressionen leiden, dazu werde ich übrigens auch wahrscheinlich noch ein Video machen, sondern ich werde einfach mein Leben lang jeden Tag zelebrieren. Jeden Tag werde ich mein Leben leben. Und es ist einfach wunderschön. Es ist wunderschön, das zu erleben. Ich werde dieses Jahr wahrscheinlich noch an einem weiteren Rainbow teilnehmen und ich kann es jedem nur empfehlen. Wer da Informationen möchte, der wird es im Internet etwas schwer haben, weil diese Rainbows, so, das ist so Konsens, dass man das nicht so im Internet breitritt, sondern real von Herz zu Herz weitergibt. Und wer mich persönlich kennt, der mal auf den Rohkost-Potluck nach Leipzig kommt, da ist, glaube ich, nächstes Wochenende, also da ist mit Sicherheit nächstes Wochenende ein Potluck, ich überlege bloß, wann das Video kommt. Ich produziere jetzt nur noch 3-4 Tage vor, weil ich habe jetzt alle meine Videos quasi, die ich vorproduziert habe, ja, für das Rainbow genutzt, um da wirklich mal 3 Wochen komplett ohne Videodrehen zu verweilen. Das war das erste Mal.
Aber jetzt am 19. ist ein Rohkostpotluck. Und wer mich da kennt, da fragt mich dann einfach über Informationen, über Quellen im Internet, beziehungsweise Quellen im Internet, also über Verteilerlisten mit Mails, wo man sich eintragen kann, und dann kann ich euch die Informationen geben und dann könnt ihr auch an dem Rainbow teilnehmen und euch wirklich leibhaftig real dort mit anderen Menschen treffen und ja, einfach diesen Spirit dann auch mit in euren Alltag übernehmen und dann vielleicht auch wieder andere Menschen inspirieren, so wie ich das jetzt eben auch versuche, und ja, die geistige Evolution der Menschheit vorantreiben, so sehe ich das, denn dass es in die Richtung geht, Liebe, Respekt und weg von irgendwelchen künstlich generierten, ja, kulturellen Strömungen und auch Abgrenzung. Da bin ich zu 100% überzeugt und ja, den Weg gehe ich. Wir sehen uns morgen wieder mit, ich will nicht sagen meine größte Angst, aber mit einer sehr, sehr großen Herausforderung. Und ja, ich will nicht zu viel verraten, aber wir sehen uns morgen wieder. Bis morgen. Tschüss.